sind wir schon bei den Hemmnissen quasi, ne? Also das ist ja, Ja. es ist ja in vielen Unternehmen, habe ich so den Eindruck, manchmal so eher so eine Art Pflichtübung, was dann auch schwierig wird in der Umsetzung, ja? Oder es wird eher negativ gesehen, nach dem Motto, es schränkt mich ja irgendwo ein, ja, ich würde ja am liebsten das machen, was ich jetzt gerade will mit Daten, und dann muss ich da halt darauf achten, was da noch für Regularien gibt. Und siehst du das auch so, oder wie ist da so was verhindert das, oder was sind so die Probleme, die du da siehst? Also ich glaube, dass ein Hindernis ist so dieser Ansatz, es macht jetzt einer oder eine kleine Gruppe zentral. Und das, was ich eben schon mal, ich glaube, in so einem Vorgespräch so sagte, naja, ne, mit einer Policy ist es nicht getan. Ne? Also ein schönes Papier zu schreiben ist total super, ne? Aber da guckt sich im Zweifel keiner an, weil ich bin eins von vielen Papieren, die irgendwo im Unternehmen in so einem Compliance-Umgebung hängen, wenn die meisten überhaupt wissen, wo sie es finden. Und dann ist das immer so irgendwie sehr stark top-down. Und das, was ich eben sagte, ist so, ich finde, man muss überlegen, was ist der Service, ne, den ich eigentlich erbringe. Und ich glaube, das ist eine Serviceeinheit. Was ich sehr früh gemacht habe, mir Gedanken gemacht habe, ist, wie kommst du, also wir haben gar keine Policy geschrieben, sondern wir haben uns eigentlich so als Team, und das Team durfte ich damals ja dann auch noch zusammenstellen und in Laufzeit rekrutieren, je größer wir dann wurden, erstmal drüber nachzudenken, was ist denn unser Aufschlag, und nicht nur Aufschlag innerhalb der IT, sondern genau da vorne, die mit den Daten arbeiten, und wie finden wir jetzt Wege, die mitzunehmen? Das war eigentlich so unser Vordergründiges, ne? Und das Vordergründige war auch, wie erkläre ich denen denn jetzt A, warum sind gewisse Dinge einfach wichtig, drauf zu achten, aber trotzdem Dinge zu finden, wo ich sage, aber in dem Rahmen dürft ihr euch völlig frei agieren, und jetzt eben nicht, weiß ich nicht, so Paragraph 1, 2, 3, 4, ne? Und die muss jetzt auswendig lernen, ne? So wie das vielleicht früher ne? Ich habe mal BWL studiert, da hatte ich auch so eine Rechtsvorlesung, ne? Und dann hat der Prof immer gefragt, was ist Paragraph 463 der Kaufvertrag oder keine Ahnung was, ne? Ganz toll, aber nützt mir nichts an der Stelle, ne? Und wir haben zwei Dinge gemacht. A, wie bringen wir das Thema, allein schon simpel das Thema, ich nenne es heute Leistungsfähigkeit von Daten. Ne? Früher sagte immer jeder Data Quality, ne? Nach vorne an die datengetriebenen Projekte. Das heißt, wie bringe ich das da auf, das zu prüfen und zu tun, bevor ich mit dem Projekt loslaufe und dann sage, feststelle, oh, da haben wir ja Probleme, jetzt müssen wir nochmal eine Rolle rückwärts machen, was ja das Projekt verlängert oder sogar scheitern lässt im schlimmsten Fall, weil ich gar nicht weiß, ob das geht. Und der zweite Punkt war, dass wir sehr früh mit HR zusammen so einen Ausbildungspfad einfach entwickelt haben als erstes, um auch Nachfrage zu erzeugen. Das heißt, die Frage ist ja, wer hat denn heute schon Data Governance, Data Quality Probleme schon bewusst wahrgenommen? Und dem geht es eigentlich auch auf den Keks, so nach dem Motto. Und wie erreichst du die bei einem Unternehmen, das so 3000 Mitarbeiter hat, ne? Da kannst du ja dich nicht vorne an den Eingang stellen und jedem so einen Flyer in die Hand drücken. Das Witzige ist, so ähnlich haben wir es nachher tatsächlich auch fast gemacht. Das heißt, ich habe mich erstmal mit HR zusammen gesagt, ihr habt doch so Ausbildungspfade, die ihr den Mitarbeitern mitgibt. Ich hatte natürlich das Glück, auf meiner Tätigkeit für die Haufe schon Data Quality, Data Governance Seminare anzubieten. Ich habe gesagt, wie kriegen wir das auf so ein 3-4-Stunden-Seminar eingedampft? Und wie könnt ihr mir helfen, das jetzt in der Firma zu promoten? Und somit hat man zwei Wege. A, natürlich drum zu tingeln und Roadshows zu machen, was ist Data Governance, und das zu versuchen, auf 10 Folien einzudampfen, die Kernaussagen. Und auf der anderen Seite ein Seminar anzubieten, wo einfach die sagen, oh, guck mal, da gibt's was, ich kann mich weiterbilden und ich habe ein Problem, was bieten die mir denn an? Und damit haben wir auch Nachfrage erzeugt, ne? Und so sind wir einfach mit denen wir sprechen wollten, ins Gespräch zu kommen und haben sie eingebunden, und wir waren Gott sei Dank schon sehr agil unterwegs, die dann reinzunehmen, auch die Fachbereiche reinzunehmen und die Dinge einfach schon am Anfang diskutieren zu können und somit mit denen zusammen auch die Leitplanken zu entwickeln, aber auch zu sagen, okay, hier kannst du nicht über die Stränge schlagen, weil hier greift ein GDPR, ne? Oder hier greift ein Regelwerk, das können wir so nicht, aber wie finden wir denn eine Lösung, die euch hilft, trotzdem die Daten so einzusetzen? Das heißt, wenn wir Daten sehr früh zum Beispiel anonymisieren, dann kannst du ja immer noch eine Anzahl von Kunden zählen. Reicht dir das oder musst du den Kunden kennen? Ne?
Und das mit denen zu besprechen, das war so ein Weg, wo ich gesagt habe, da müssen wir sehr früh hin und haben den Seminaren immer so einen Servicekatalog aufgemacht und haben gesagt, das bieten wir euch an, so könnt ihr monitoren, da findet ihr das und haben es mit denen gemeinsam aufgebaut. Das ist mein Gedankengang immer gewesen.